Endering Cottage in the Hill. I tried to play these two big guys together and it seemed to work okay. They're not getting along so well and I'll need to remember that. Mind you, that weather could upset anyone. Right now I need a break, so I'm off to the country. Ja, scheint auf jeden Fall schon mal zu passen. 113 Gegner, eigentlich ziemlich okay. Dann schauen wir mal. Ja, sie warten in der Dunkelheit. Das hilft ihnen auch nicht, solange sie mich angrunzen. Ich muss ja nur dann anfangen mit dem Linksklicken. Könnt dann hier eigentlich auch mal die rausholen, wenn hier gerade auch von den Gegnern ein paar vorhanden sind. Warte mal, das Geräusch gerade. Das kenne ich eigentlich aus Zug. Oh Mann, hier ganz viele Schrotflintenersatztypen. Ich nenne sie, mal überlegen, Schrotmagier. Oh ja. Boah, die Typen da hinten nerven ja mal übel derbe. Übel. Ja, ich brauche eigentlich echt mal einen Namen für die Typen. Schrotmagier finde ich schon mal ganz okay, da muss ich die nicht immer Ersatzgegner nennen oder so. Warum liegt das hier? Keine Ahnung. Was? Der lebt? Ah, warte, das ist auch die normale Schrotflinte, glaube ich. Und die ist halt schwer auseinanderzuhalten. Sehr schön. Sehr schön. Oh, come on. Stirb doch einfach. So zum Beispiel. Oh, jetzt wurde er rausteleportiert. Ich wollte ihn jetzt eigentlich am Fenster platt machen, aber der hat keine Lust darauf. Ah, dachte gerade, da ist ein Gegner gewesen und auf einmal ist er nicht mehr da und ich denke mir, hä? Ich sehe auch gerade einen Schalter in meinem Blickwinkel, den betätige ich gleich, nachdem die Typen hier tot sind. Sehr schön. Oh, schon wieder so einer. Kein Problem. So, dachte ich mir doch eigentlich schon fast. Das sah hier überall schon nach Treppen aus, deswegen. Und da kann man auch schon mal aufs Korn, nehme ich. Ich werde mich aber hier ganz kurz noch umschauen, hier, bevor ich in den Teleporter gehe. Mann, ich benutze gerade schon wieder so viel die Schrotflinte. Sehr schön. Hier kann man, die kann man mal einfach alle auf den Typ hier hetzen. Soll sich der Arachnotron mit den ganzen Typen rumärgern? Ich meine, der macht die eh alle fertig. 100%ig. Sehr schön. Oh, hat er den anderen auch nochmal erwischt? Ja, sehr nice. Dann haben wir sogar auch noch die Berserker-Fähigkeit. Das finde ich auch okay. Was? Da war ein Geräusch. Aber gut, nicht so schlimm. So, Red Key brauchen wir hier, aber ich meine, gut, wo ich wahrscheinlich hin muss, weiß ich ja. Ach so, das sind nur wieder irgendwelche Vögelgeräusche. Ja gut, dann haben wir hier, denke ich mal, demnächst gleich alles gemacht, oder? Ich gehe noch mal ganz kurz hier rum, kurz kontrollieren, ob ich auch wirklich... Oh. Offensichtlich noch nicht alles gemacht. Oh, fuck! Jetzt wurde ich erwischt, ey. Was zur Hölle? Was zur Hölle ist da passiert, ey? Da habe ich ja total geschlafen, aber gut,
Mir geht's glücklicherweise noch gut, weil da einfach mal wieder eine Supercharge lag. Ja, hier sind sogar noch ganz schön viele Gegner. Boah, und ich werde hier schon wieder von überall irgendwo... Ach, von den Typen da hinten. Das ist so übel. Gegner auf Schützenpositionen, Hitscan-Gegner von ganz da hinten. Und ich kann sie halt einfach nicht wirklich abwehren. Sehr schön. Oh, komm, den... Oder die beiden hier. Die Kakomagier. Ich nenne sie Kakomagier. Ist hier irgendwo ein Pain Elemental? Ja. Wie nenne ich den? Hm. Wie nenne ich den? Das ist eine gute Frage. Mein Kakomagier und Schrotmagier gefällt mir schon mal ganz gut so als Name. Das kann man relativ flüssig sagen in so einem normalen Satz. Das ist ganz okay. Wurde ich hier schon wieder von irgendeinem Hitscan-Gegner erwischt? Egal, erstmal den Kakomagier hier töten. Oh, er ist tot. Ja, wo kommen die halt raus, wenn die jetzt dahin? Ich könnte... Ah, da ist er. Der hat mich vorhin erwischt. Richtig frech, der Typ. Und da hinten, wer ist da hinten noch am Ballern? Naja, da oben sind noch welche. Da ist noch jemand am Ballern, oder? Ah ja. Die tun sich hier relativ gut in die Textur einfügen. Mal hier mal ein Safe. Ich habe hier noch keinen gemacht. Ich habe hier schon wieder so viele Gegner getötet. Aber hier war ich auch nicht. Oh, den habe ich nicht gesehen. Ich dachte, ich hätte hier Platz, aber da war auf einmal ein Mankobus-Ersatzgegner, den ich auch noch benennen muss. Ich könnte sie Manku-Krallen nennen, weil die ein bisschen ausschauen wie Todeskrallen aus Fallout. Ja, das sind ab jetzt Manku-Krallen. Sehr schön. Jetzt bin ich runtergefallen. Vielen Dank, Manku-Kralle. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht als Name. Oh, fuck. Na, shit, jetzt habe ich wieder richtig schön viel Leben. Theoretisch könnte hier hinter irgendeinem Wasserfall voll was sein. Da hätte ich eigentlich vielleicht kontrollieren sollen. So, noch einmal hierhin. Möchte ja schließlich auch die Sachen mitnehmen. Oh, da ist sogar der rote. Das heißt, da müssen wir hin. Ja, heftig. Warte mal, kann man hier... Na, ja, das wird so nix. Da muss ich nochmal... Noch einmal hier hoch. Aber gut, geht ja schnell. So, man ist ja schnell in dem Spiel. Glücklicherweise, nicht wahr? So, dann sich hier hinfallen lassen. Und dann haben wir auch schon den roten Schlüssel. Ich war noch nicht in diesem einen Teleporter, den ich freigemacht habe vorhin. Wo ich halt den Zugang zu ermöglicht habe. Das ist eigentlich schon relativ krass. Ich habe jetzt die ganze Zeit nur Gegner gekillt. Ich meine, das ist eigentlich auch okay. Ist ja Doom, also... Das will ich in dem Spiel ja auch machen. Aber ich habe jetzt mich eigentlich echt nur herumbewegt und habe alles getötet, was mir halt so über den Weg gelaufen ist. Ich gehe jetzt mal in diesen Teleporter. Ich will jetzt wissen, was da ist. Und hier ist auch noch Leben. Das finde ich ganz okay. Dann schauen wir mal. Okay. Hm, was ist da hinten? Ich sehe, glaube ich, den Weg dahin schon. Ah, wie kommen wir da hin? Ach, da sind noch Imps. Ha, okay. Kein Problem.
Ich denke mal, bei Zeiten werden wir schon dahin kommen nochmal. Jetzt gehen wir erst einmal. Okay, hier lang. Also. Und in die rote. Die meisten Gegner sind halt schon wieder tot. Es ging jetzt echt schnell. Okay. Haben wir hier irgendwo an der Seite einen Schalter zum Beispiel? Nein. Super. Warte, ist das hier was? Nee, das hier ist auch nichts. Sonst haben wir nichts. Ja, hätte ich mir ja auch denken können. Okay. Möglicherweise habe ich doch irgendwas gemacht dadurch. Das ist so ein armer Gegner, das ist echt unfair. Es ist echt so unfair, was ich dem gerade angetan habe, dem Gegner. Er tut mir echt fast schon leid. Naja, sei es drum. Nun, also ich nehme mal schwer an, wenn da Barons waren, bedeutet das für gewöhnlich, dass da jetzt auch irgendwas passiert ist. Ich nehme mal nicht an, dass der Tod von denen hier drin was gemacht hat. Nein. Wir werden also jetzt irgendwo etwas verändert haben, hoffe ich. Und das wird mir hoffentlich Zugang zu irgendwelchen richtig tollen Sachen ermöglichen oder so. Zumindest hoffe ich, dass ich dann zumindest weiterkomme. Also ich werde auf jeden Fall von da oben noch beschossen. Da werde ich auf jeden Fall irgendwann nochmal hin müssen. Und bis es soweit ist, darf ich suchen. Ja. Wenn ich jetzt noch wüsste, nach was ich suche. Ja, krass. Da hat die Leiche hingespielt. Ja. Jetzt hänge ich hier in dieser Map. Das letzte, was ich bekommen habe, war der rote Schlüssel. Er führt mich in einen Raum, in welchem ich nichts machen kann, offensichtlich. Zumindest fällt mir nichts auf. Warum schon wieder? Warum? Warum hielt man das schon wieder für nötig? Für notwendig? Kann man hier vielleicht in den Wasserfall noch rein? Nö. Okay, dafür müsste man eigentlich auch schon 3D-Floors benutzen, aber das, denke ich mal, hat er hier nicht gemacht. Ich sehe da hinten noch, ja gut, aber ich glaube nicht, dass da was ist. Aber das ist eh wieder da oben. Ich nehme mal schwer an, da komme ich ja noch nicht hoch, oder? Nee. Und hier kann ich auch nichts machen. Na, vielleicht muss ich ja doch nochmal hier wo irgendwas machen. Ich kann ja mal ganz kurz nochmal gucken. Vielleicht habe ich hier einen Schalter nicht gedrückt. Oder was ist hier vielleicht irgendwas? Hat das hier irgendwas zu bedeuten? Das hier habe ich zumindest noch nie irgendwo gesehen. Das ist halt das Problem. Jetzt habe ich schon wieder absolut keine Ahnung, was ich machen soll. Na gut, dann breche ich einfach ab. So, guck mal, sieht sich. Okay, ich habe es herausgefunden, wie man weiterkommt. Hier rein und man ist da oben. Ah, ja, ja, das hat es signalisieren sollen auch eigentlich. Das habe ich halt leider nicht. Bemerkt. Passiert. Naja. Jetzt mal gucken.
Wenigstens dürften wir jetzt dann demnächst wieder Gegner killen. Warte mal, das war doch der Anfang, oder? Big dabei, help. Oh, boah, Alter. Unhöflich. Schlägt er mich einfach. Ich glaub's ja nicht. Unerhört sowas. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Yellow Key. Na, vielen Dank. Oh, da ist er ja, der Yellow Key. Und wir haben eine Mega Armor, finde ich auch okay. Oh, tschüss, Revenant. Okay, wir haben jetzt was aktiviert. Ich hab's gesehen. Was es war. Jetzt gehe ich mal zur gelben, logischerweise. Hier habe ich glücklicherweise auch schon alles getötet. Das ist also hier kein Problem mehr mit dem Rumlaufen. Habe ich damit was geöffnet? Ich habe gerade irgendwie... Es hat sich angehört, aber warte, vielleicht ist... Oder war das die Tür? Ich muss ganz kurz mal gucken, wenn die Tür zugeht. Aber das hat sich anders angehört. Ich meine, ich sehe es ja vielleicht gleich. Na, hier ist nämlich, na, wie ich es mir schon dachte, hier geht es ja nicht weiter. Das hätten wir ja schon auf der Map gesehen. Jetzt muss ich auch noch gucken, wo der Revenant sich hin verzogen hat. Oh Mann, oh Mann. Ah. Wenigstens ist hier die Doppelläufige echt gut. Ach du Scheiße. Ach, haben wir das hier geöffnet oder wie mit dem? Ja, okay, nice. Lohnt sich null, aber ich habe echt keinen Bock danach extra wieder dahin zu gehen, deswegen. Deshalb habe ich mir die jetzt einfach geholt, wegen den paar Gegnern. Muss einfach nur gucken, dass sie mir nichts machen. Ich gehe jetzt nochmal ganz kurz zu Routen. Ich hoffe mal, dass sich da vielleicht inzwischen was getan hat. Ah ja. Und ein Stealth Revenant. Weil jemand das jetzt wieder für nötig hielt. Ein Stealth Revenant zu benutzen. Aber gut, so gefährlich ist er jetzt auch wieder nicht. Nun müssen wir noch einmal zu dieser Stelle. Warte mal, da müssen wir hier hoch wieder. Und dann kann man dann auch hier wieder direkt hin. Wir rennen jetzt hier durch die Gänge. Kennt man ja. Und schon sind wir hier oben. Ich nehme mal schwer an, dass hier bestimmt noch so der eine oder andere kleine Gegner sein dürfte, oder? Na? Nochmal eine Megasphäre. Es ist so übertrieben wie... Also ich meine, was zur Hölle? Auf die Art und Weise wird Leben so zu ziemlich gar keinem Faktor, richtig. Okay, das hier ist, das hier ist das Exit. Uns fehlt aber noch ein Gegner, aber was zur Hölle? Das kann doch nicht sein. Ist das irgendeiner, der sich irgendwo verirrt hat, oder... Wie kann man das verstehen? Ist hier vielleicht irgendwo noch einer auf irgendeiner Schützenposition? Es wundert mich gerade schwer, weil ich habe eigentlich alles gekillt und war überall. Oh! Wo? Wo war der, als ich das erste Mal hier drin war? Und wo kam der jetzt her? Es ist aber schon mal passiert. Diese Stealth-Gegner sind gemein. Hier. Ich krieg eine Megasphäre, töte 8 Gegner. Ich glaube, es waren 8 zu dem Zeitpunkt.
und krieg nochmal eine Megasphäre. Es ist halt schon echt übel. Aber gut. Ja, diesmal kein Intermission-Text, also direkt in das nächste Level. Kennt man ja inzwischen auch bei dieser Watt, aber gut, dann sieht man sich bei diesem Level wieder. Bis dann. Ciao.